Mit dem Beginn der dritten Amtszeit von Wladimir Putin im Mai 2012 werden in Russland zunehmend Einschränkungen der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit beobachtet. Einerseits geschieht das durch Gesetzesänderungen oder andererseits auch durch repressives Vorgehen gegen Einzelne. Darum erheben der Deutsche Anwaltverein und Amnesty International gemeinsam ihre Stimme. Seit einer Reihe von Jahren, nicht erst seit gestern, müssen wir doch mehr und mehr sehen, und das erschreckt uns, dass die Entwicklung der Bürger- und Freiheitsrechte in Russland nicht nur stagniert, sondern dass man den Eindruck haben kann, dass diese Entwicklung weiter rückwärts gedreht wird, dass die Bürger- und Freiheitsrechte eher auf dem Rückzug sind in Russland. Das Verfahren gegen die Musikerin von Pussy Riot oder die Gesetzgebung zu Homosexuellen seien dafür deutliche Belege. Davon später mehr. Neben dem Engagement von Amnesty International seien gerade auch Anwältinnen und Anwälte dazu berufen, sich für die Durchsetzung der Menschenrechte zu engagieren und darauf hinzuweisen, dass neu erlassene Gesetze in Russland die Meinungsfreiheit einschränkten. Im Sommer diesen Jahres wurde ein Gesetz von Präsident Putin unterzeichnet, das zuvor vom Parlament einstimmig beschlossen wurde. Dieses Gesetz stellt es unter Strafe, gegenüber Minderjährigen nicht traditionelle sexuelle Orientierungen zu propagieren. Was unter einer solchen Propaganda im Einzelnen zu verstehen ist, bleibt dabei aber offen. Dieses Gesetz schränkt das Recht von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und transsexuellen Menschen ein, öffentlich für ihre Belange einzutreten. Und es schürt die ohnehin weit verbreitete homophobe Stimmung in der russischen Gesellschaft weiter. Nachrichten über Angriffe auf Homosexuelle nehmen zu. Nach Ansicht von Amnesty leisteten solche Gesetze dem Vorschub. Es gibt Verfolgung, extreme Verfolgung. Leute werden harsch bestraft. Woanders wird für die gleiche Aktion, kann die völlig sanktionslos geschehen. Ja, bei Greenpeace wird das sehr deutlich. Wir hatten eine ähnliche Aktion, glaube ich, vor einem Jahr etwa. Kein Mensch hat darüber geredet. Es ist überhaupt nicht hochgezogen worden. Und jetzt sogar im Vorfeld von Sotschi werden 30 Leute zum großen Teil aus dem Ausland mit großem Getöse verhaftet. Eine bittere Bilanz zog Tamara Motschakova. Die Juristin ist nicht nur Mitglied im, Zitat, Rat zur Mitwirkung an der Entwicklung von Zivilgesellschaft und Menschenrechten beim Präsidenten der Russischen Föderation. Sie war auch an der Ausarbeitung der Verfassung nach den Unruhen von 1993 beteiligt. Mit großer Hoffnung auf Freiheit habe man sich damals in die Arbeit gestürzt und habe eine Verfassung geschaffen, die diesen Namen auch verdiene. Allerdings, die Hoffnungen hätten sich nicht erfüllt. Heute sei es so, dass, obwohl sich die Frage nach einer neuen Verfassung gar nicht stelle, darüber debattiert werde, ob Russland möglicherweise doch eine neue Verfassung brauche. Dies sei kennzeichnend für die letzten Jahre, sagte sie. Die Arbeit der Anwälte in Russland sei nicht ganz einfach. Beispielsweise werde das Anwaltsgeheimnis von staatlicher Seite häufig verletzt. Ganz aktuell, am Tag der Veranstaltung, hatte Oppositionsführer Alexei Nawalny seine Zulassung als Anwalt verloren. Er habe damit keine Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten mehr und solle kaltgestellt werden, hieß es. Und, so berichtete Rechtsanwalt Damir Gajdnudinov, Moskauer Mitglied der unabhängigen Organisation von Verteidigern Agora, bei Protesten gegen eine frühere Verurteilung von Nawalny waren Demonstranten misshandelt worden. Auf Videoaufnahmen sei die Härte der Polizisten und auch ihre Personalnummern gut zu erkennen. Trotz erdrückender Beweislage seien die Schuldigen für die Gewalt bislang nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Dennoch lassen wir uns nicht entmutigen, betonte Gajdnudinov und schilderte die Schwierigkeiten, mit denen sich Agora täglich auseinandersetzen muss. Rechtsanwalt Bill Bowring stammt aus London und hatte in den 80er Jahren beschlossen, Russisch zu lernen. Er hat das Land oft bereist und schilderte seine Erlebnisse. Exemplarisch zwei kurze Festnahmen in den Jahren 2005 und 2007. Und wir haben auch gehört, dass es ganz mutige Anwältinnen, insbesondere Anwältinnen offensichtlich gibt, die sich für ihre Mandanten in Russland auch einsetzen. Wenn das trotzdem so ein negatives Bild ist, ist meine Frage mal, wer heute in Russland Jura studiert oder Sie selber lehren ja auch noch, wie stellt sich die junge Generation dem gegenüber, die ja auch diese zynischen Dinge, die eben auch angesprochen wurden, dass der eigene Anwalt schon die Protokolle unterschreibt und man sich im Grunde hinterher überhaupt nicht mehr wehren kann, das ist ja alles Realität, das ist ja in Russland auch alles bekannt. Das ist ja nicht ein großes Geheimnis oder ein großer Skandal, sondern da gehen ja eigentlich alle von aus, das nehmen sie weitgehend hin, wenn sie nicht gerade von Agora vertreten werden vielleicht. Gibt es da ein Aufbegehren? Gibt es da Leute, die sagen, wir wollen jetzt als Jurastudenten nicht nur später in Wirtschaftsunternehmen unterkommen und unsere Familie sichern?
Es gebe aktuelle Befragungen, schilderte Tamara Mordschakowa, und die Ergebnisse seien exemplarisch. Demnach drängten Jurastudenten nach ihrem Abschluss früher häufig in die Wirtschaft. Heute ziehen viele eine Beschäftigung in staatlichen Behörden vor.